Narzissten handeln immer nach dem gleichen Strickmuster. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass in nahezu allen meinen Coachings meine Klientinnen die Fremdgeherei ihres Ex-Narzissten in der Beziehung als besonders schmerzhaft empfinden. Es ist einfach so. Narzissten stellen die Hauptgruppe derer, die permanent fremdgehen. Und hiermit meine ich nicht den pikanten Ausrutscher, nein, ich meine permanent fremdgehen. Diese Menschen empfinden bekannterweise keine Empathie anderen und leider noch nicht einmal ihrem eigenen Partner gegenüber. Sie können nicht nachempfinden, wie sehr sie ihren Partner, Partnerin damit verletzen. Und, wie immer, denken sie, wenn sie das tun, nur an ihre eigene Bedürfnisbefriedigung. Es geht ihnen dabei nicht nur um neuen Supply. Dem Narzissten wird es schneller als jedem anderen in einer Beziehung langweilig. Wir sprachen in einem anderen Video darüber, dass sie in einer illusionierten Welt leben. Und als sie dich zu Beginn der Beziehung auf ihr Podest hoben, haben sie nicht im Traum daran gedacht, dass es auch so etwas wie Alltag gibt. Ein Alltag, der einem nicht immer Raum lässt für Lust und Liebe zu jeder Zeit. Irgendwann müssen die Brötchen und die Miete ja auch verdient werden. Aber das ist einem Narzissten egal. So eine Lappalie kümmert ihn nicht. Es geht um seine Bedürfnisse, jetzt und hier. Außerdem braucht er das Gefühl oder die Gewissheit, er könne jeden haben, dank seiner Größe. Also mit Größe meine ich jetzt nicht das, was du vielleicht denkst. Man könnte sagen, die Fremdgeherei ist Teil seines Charakters. Und wenn es klappt, dann kann er gleich noch nebenbei sein Ego aufplustern. Dabei will er dich vielleicht gar nicht verlassen. Auch eine Ehe empfindet er als angenehm, weil sie ihm Unterschlupf und ein gutes Image nach außen bietet. Einige Narzissten sagen auch, eine Scheidung wäre ihnen zu teuer, denn sonst wären sie schon längst weg und nicht mehr bei dir. So bleibt er also gerne verheiratet und geht seinem Hobby der Fremdgeherei trotzdem weiter nach. Und in der Tat, ich habe viele Klientinnen, deren Selbstwert bei Null ist, die ihrem Narzissten das erlauben und durchgehen lassen. Hauptsache, er bleibt bei mir, höre ich da gelegentlich. Ein weiterer Grund, warum besonders Narzissten notorische Fremdgeher sind. Sie sind ständig auf der Suche nach etwas Besserem. Das gilt eben nicht nur für ihre Zufuhrquellen in Sachen Geld und Ansehen, sondern auch in Sachen Sex. Viele Kundinnen sagen verständlicherweise, dass sie nach den ständigen Erniedrigungen durch ihren Narzissten, die Beleidigungen und so weiter, einfach keine große Lust mehr auf Sex mit ihm haben. Nur zu verständlich. Und was macht dann der Narzisst? Zusätzlich zu den oben genannten Gründen. Er betreibt Schuldumkehr. Er sagt, seine Partnerin sei schuld, dass er jetzt fremdgehen muss. Sie sei nicht mehr so im Bett engagiert wie früher. Wie gesagt, selbst wenn du noch so akrobatische Liebesdienste leisten würdest, dein Narzisst ginge trotzdem fremd. Eben aus den oben genannten Gründen. Und was ist mit der Neuen, dem Neuen? Meist gesteht dein Narzisst sogar, dass er mit dir verheiratet ist oder liiert ist bei ihr. Er wird sich aber auch bei seiner neuen Liebe als Opfer darstellen und sagen, wie schlecht es um euer Liebesleben bestellt ist.
Immer wärst du müde und langweilig wäre es ja auch. Eigentlich geht da gar nichts mehr, wird er sagen. Du wirst also von ihm nicht nur betrogen, sondern bei der neuen Flamme auch noch schlecht gemacht. Danke dafür. Die Neue hat dann Mitleid mit ihm und hofft natürlich, dass er sich bald von dir trennt. Das wird er ihr auch immer wieder erzählen. Er wird mit ihr ein tolles neues Leben starten. Er wird ihr erzählen, was sie hören will. Die Trennung sei nur eine Frage der Zeit, wird er der neuen Flamme erzählen. Wenn der richtige Moment gekommen ist. Future Faking vom Feinsten. Aber das kennst du ja. Seine Liebesaffäre vertröstet er auf Wochenenden und auf bestimmte Zeiten für gemeinsame Schäferstündchen. In dieser Zeit hat er Sex mit dir und mit ihr und eventuell anderen aus der umfangreichen Handy-Kontaktliste. Und hier muss ich jetzt etwas sagen, was die wenigsten auf dem Schirm haben und auch so nie sagen. Auch nicht bei YouTube, TikTok oder sonst wo. HWG-Personen, also Personen mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr, sind natürlich häufiger von eben diesen Krankheiten betroffen. Eben aufgrund dessen, dass sie durch die Betten hüpfen. Und so kann es sein, dass du neben Seelenschmerzen auch bald mit noch ganz anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hast. Bitte vergiss diese Kleinigkeit nicht. Sollte die Geliebte deines Narzissten auch nur wie er auf eine Affäre aus sein, so ist das für beide in der Regel zu managen. Sollte sie aber mehr wollen, sollte sie ihn ganz für sich haben wollen, dann könnte es schwierig für deinen Narzissten werden. Etwa, wenn sie droht, dir die Affäre mitzuteilen, falls du davon noch nichts weißt. Es könnte auch schwierig für ihn sein, wenn eine Schwangerschaft im Anzug steht. Ja? Dann könnte es auch brenzlig für ihn werden. Aber dein Narzisst wird dann Geld bereitstellen, wird etwas tun, um sie abzufinden. Irgendwas wird ihm einfallen. Doch weil ihm eine Affäre nur selten reicht, sucht er weiter. Auf sämtlichen Partnerplattformen ist er präsent, in Singlebörsen bestens bekannt. Deshalb kommt es auch oft vor, dass Narzissten immer und immer wieder auf diesen Plattformen erkannt werden. Nach dem Motto, was? Du schon wieder hier? Eben weil sie dort so häufig präsent sind. Ab und kurz darauf dort wieder angemeldet sind. Ich kenne meinen Marktwert, sagte einst eine Narzisstin zu mir. Das trifft es auch ganz genau. Wenn du einmal so etwas hörst, mach es wie ich, renne. Na gut, den Kaffee habe ich vorher noch bezahlt. Wie gesagt, Skrupel kennt ein Narzisst nicht. Ebenso wenig wie Empathie. Dafür aber einen enormen Hunger auf Abwechslung. Deshalb wäre es ein Wunder, hätte er nur eine Gespielin in seinem Bettchen liegen. Egal was passiert, oft kommen die zahllosen Liebesaffären auch ans Licht. Aber nie wird er Schuld haben. Entweder war er besoffen oder du bist nicht mehr gut genug im Bett. Oder die Ehe sei ohnehin am Ende, was auch immer. Aber eventuell liegt es auch daran, dass Männer eben genetisch so sind und gar nicht anders können. Auch das ist ein oft gehörtes Argument eines Narzissten im Coaching. Während dir Fremdgehen natürlich untersagt bleibt, er es aber jederzeit darf, kann es nun sogar sein, dass er es offen tut. Dein Narzisst fordert von dir eine einseitig offene Beziehung. Also er geht fremd,
du bleibst schön zu Hause bei den Kindern und machst die Wäsche. Auch das gibt's natürlich. Und tatsächlich gibt es Frauen, die das auch tun und akzeptieren. Wie auch immer, wenn du seine Fremdgeherei enttarnt hast, dann kannst du davon ausgehen, dass er es auch immer wieder tun wird. Die Gründe dafür habe ich dir eben genannt. Er kann noch so sehr den Dackelblick aufsetzen und um Vergebung bitten. Auch ein Urlaub oder Wellnesswochenende mit dir wird das nicht verhindern. Nimm deinem Narzissten im Urlaub spaßhalber mal sein Handy weg, so für 1 bis 2 Tage, und du wirst sehen, wie er sich quält. Nein, tu dir das alles nicht mehr an. Hab ein wenig Achtung und Ehrgefühl vor dir selbst und gehe. Viel Kraft.